Es ist soweit Sonntag und ich präsentiere euch für heute ein wirklich cooles Spiel. Warhammer Underworlds Nightfold. So heißt es zumindest. Es ist die zweite Version. Es gibt schon eine erste Version. Die gab es vor ein paar, ich weiß gar nicht, vielleicht vor einem Jahr oder so. Hatte ein Freund von mir auch wirklich ausgiebig gespielt. Dann hat er uns, oder haben wir ihn mal eingeladen, dann haben wir hier zusammen Nightfall gespielt. Hat mich dann nicht ganz so abgeholt. Liegt aber auch daran, wenn ein anderer das Kartendeck zusammenstellt, dann ist man irgendwie, ja, nicht darauf vorbereitet, was da für Karten kommen. Und die Missionsziele, die ich euch gleich zeigen werde, sind dann irgendwie so ein bisschen abstrakt. Manchmal funktioniert das halt nicht. Ich habe da die Zwerge, glaube ich, gespielt, die ich auch sehr cool finde. Hier haben wir uns aber dann doch zur Messe Essen entschieden, die Box mitzunehmen, weil einfach die Miniaturen so genial aussehen. Und ja, dann haben wir uns hingesetzt, haben ihn wieder eingeladen und haben mal eine Runde gespielt. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir 4 Runden gespielt. Und ich muss sagen, mir macht es echt viel Spaß. Ich denke aber, also wir haben es zu dritt gespielt, man sollte vielleicht durch die Spielpläne zu zweit oder zu viert spielen. Dann kann man halt vielleicht auch im Team spielen. Diese ganzen Möglichkeiten bietet das Spiel. Die Box kommt mit 2 fertigen Truppen an, die man nicht aufleveln kann. Also man kann keine Figuren austauschen gegen eine andere Figur. Das gibt es hier nicht. Man hat eine feste Bande. Und dann hat man sein Kartendeck oder beziehungsweise 2 Kartendecks, die man, ja, wie man gerne möchte, dann halt zusammenstellen kann. Dafür gibt es auch nochmal extra Karten in dem, in der Box drin. Genug Würfel, Spielpläne, eigentlich alles, was dabei ist. Es ist für 2 Spieler sonst ausgelegt. Also wenn man es hier nur mit der Grundbox spielt, geht es auch nur mit 2. Dauert ungefähr 30 Minuten. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist man mit 45 Minuten gut bedient. Und ab 12 Jahren, liegt aber auch daran, da ist viel Text drin. Man hat viele Möglichkeiten zu spielen und vor allem man kann hier anfangen, die Miniaturen zusammenzubasteln und zu bemalen. Und das war ja eine Sache von Warhammer oder für Games Workshop, die das ja hier rausbringen. Einfach so, das ist ja ihr Steckenpferd. Miniaturen modellieren, gießen oder und dann halt, ja, dass man als Endverkäufer im Grunde hier 2 Plastikbausätze bekommt, die halt in den entsprechenden Farben sind. Man muss sie also nicht anmalen, aber man kann es und dann sieht es halt auch dementsprechend voll cool aus. Aber das werdet ihr jetzt sehen. Ich zeige euch erstmal, wie Nightfold funktioniert. Das ist es nun, das Brett von Warhammer Nightfold. Und ja, wir haben hier direkt in der Box 2 Spielpläne, die variabel sind, also man kann auch die Rückseite benutzen, die dann wirklich was anderes darbietet. Und man platziert sie auch nicht unbedingt so, man kann sie auch so platzieren. Man kann echt eine ganze Menge damit machen, auch weil es mehr als diese 2 Spielpläne gibt. Also in der Grundbox natürlich nur die beiden, aber man könnte jetzt noch eine andere Box kaufen, die es davor gab. Dann hat man nochmal 2 Spielpläne und ich glaube, man kann sogar noch extra Spielpläne sich kaufen und dann halt ja sie platzieren. Und damit beginnt es eigentlich auch. Man platziert hier 1 und der Gegner dann das 2. Tableau, wie er es gerne hätte. Das ist schon mal eine coole Sache, weil da ist natürlich häufig so, da es ja aus dem Tabletop kommt, passt es auch. Also man, beim Tabletop ist es wirklich so, dass man halt ein Geländeteil platziert, zum Beispiel ein Haus, und der Gegner platziert dann einen Wald und so wechselt man ab. So dass es, dass der gesamte Tisch dann halt wirklich individuell, aber dennoch für jeden Spieler halt auch einen Vorteil oder Nachteil zum Beispiel bringt. So haben sie es hier im Grunde, finde ich, eigentlich auch sehr cool gelöst. So platziert man halt einen Plan und der andere auch. Und in der Grundbox sind halt nicht nur diese Spielpläne drin natürlich, sondern wir haben noch genug Marker, Schadensmarker, so Marker, wenn man halt etwas schafft. Wie zum Beispiel eine Mission bekommt man was, oder wenn man halt einen gegnerischen Charakter ausschaltet, dann bekommt man halt auch diese Marke, die dafür dann halt auch führt, dass man halt hier vom Kartendeck dann auch noch was ausspielen kann. Dazu komme ich aber später. Hier seht ihr 3 Charakterkarten von, ja, den Sturmbringern sozusagen, von den sehr coolen. Also hier zum Beispiel der Sturmvater, dann
haben wir noch zwei andere Charaktere. Also das sind halt wirklich nur drei in dem Fall, aber auch wirklich sehr coole Charaktere, muss ich sagen. Ich war nicht ganz so begeistert, als ich die Box gesehen habe von den dreien. Aber sie machen echt Spaß, die anzumalen. Und sie sind halt wirklich exquisit modelliert. Man hat halt auch hier das, ja, wenn man nicht möchte, also das Glück, dass man sie einfach zusammenstecken kann. Ich hatte nur bei einem das Problem, dass es nicht ganz gehalten ist, gehalten hat, aber ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war der andere hier. Genau, da ist immer hier vorne der Lendenschurz sozusagen abgefallen. Aber ansonsten haben alle Figuren sehr gut gepasst. Ich habe es extra für euch auch probiert, weil normalerweise würde ich mit Green Stuff die Lücken füllen und die ausgleichen, habe ich hier nicht. Muss einfach sagen, dass ich das so mal probieren wollte und ich habe die wirklich nur zusammengesteckt und dann konnte man sie auch schon grundieren und es hält. Und das finde ich echt eine sehr coole Sache, gerade für ein Brettspiel. Sehr gut. Dann auf der anderen Seite haben wir hier 7 Figuren, wie ihr seht, also mehr als das Doppelte. Und das sind dann halt wirklich so eine, ja, Gespenster, Geister, Untotenwesen, die halt echt cool daherkommen, richtig genial modelliert. Es macht super viel Spaß, sie anzumalen. Man hat wirklich hier individuelle Modelle, die einfach viel, ja, viel Freude bringen. Also selbst für jemanden, der halt nicht aus dem Metier Tabletop kommt, sieht aber gleich, dass diese Modelle echt richtig gut sind. Also muss man einfach Games Workshop auch lassen. Die haben es halt drauf mit dem Modellieren. Ja, und hier hat man halt nun ein Spielfeld, was wirklich darum geht, den anderen halt zu piesacken, aber nicht nur ihn auszuschalten und dadurch Siegpunkte zu generieren, wie in vielen Spielen. Nein, wir haben hier Missionsziele, die wir erfüllen müssen und müssen halt auch wirklich ein kleines bisschen darüber nachdenken, wie unsere Karten aufgebaut sind. Denn man kann, wenn man ein paar Partien gespielt hat, dann kann man seine Karten halt auch individuell selbst das Kartendeck zusammenstellen. Man hat 2 Kartendecks in der ganzen Form. Einmal die silbernen und einmal die goldenen Karten. Das hat jeder Spieler. Und das sind hier im Grunde die Missionsziele, die man hat. Und das sind ja Karten zum Beispiel, wo man Zauberspruch haben kann. Denn in der neuen Box gibt es auch Zauberer. Oder man hat so ein so Zeichen wie 2 Zahnräder. Dafür benötigt man dann diese Münze. Dann hat man ja zum Beispiel einen Charakter ausgeschaltet, bekommt man die Münze in sein Feld, also nicht aufs Feld, aber hier in seine Ablage sozusagen. Und wenn man nun dran ist, das zeige ich euch aber auch gleich, dann kann man halt sagen, ich möchte die Standhaftigkeit auf einen Charakter spielen. Dann wird diese Karte hier zum Beispiel beim Sturmvater angelegt und die Marke wird umgedreht. Bedeutet nicht, dass man dann einen Siegpunkt weniger hat oder so, nein, das nicht, aber man hat nicht mehr die Möglichkeit, den hier zu verwenden, um die nächste Karte zu spielen. Und das finde ich ein sehr cooles Prinzip. Des Weiteren hat man hier Karten, die man immer spielen kann. Also dafür braucht man diesen Erfolg nicht. Das ist halt auch sehr wichtig zu wissen. Und es gibt aber auch Karten, da steht zum Beispiel Reaktion drin. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es hier ist. Ist nicht immer so. Hier zum Beispiel, da steht eine Reaktion und das bedeutet, man könnte mit der Karte dann halt auch auf etwas reagieren, was der andere gespielt hat und braucht aber dafür dann halt auch eine dieser Münzen. Ja, so ist dieses Kartendeck im Grunde aufgebaut, nur im Kurzen und Knappen natürlich. Ich zeige, also zum Beispiel hier haben wir Sturmschlag, das ist auch ganz cool, damit ihr wisst, wie es funktioniert. Wir haben das Messer, wir müssen keine Münze benutzen und hier hat man zum Beispiel +1 Schaden auf die nächste Attackenaktion mit einer Reichweite von 1 oder 2 während der nächsten Aktivierung. Ja, das war's. Die Texte sind sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also es gibt kaum Texte, wo ich dann wirklich da sitze und denke, ich verstehe nicht, wie sie es meinen. Das machen sie wirklich gut. Ich weiß auch nicht, ob dann direkt Games Workshop die Übersetzung übernommen hat. Auf jeden Fall haben sie es echt cool hinbekommen. Ja, das waren die silbernen Karten, dann zu den goldenen Karten. Das sind halt wirklich alles Missionsziele. Und da zieht man einfach am Anfang 3 seiner Stacks. Also man mischt sie, man zieht 3 seiner Karten und schaut sich die an. Und hier, ja, hier kommt zum Beispiel Beherrsche den Sturm. Werte sofort, wenn ein befreundeter Kämpfer erfolgreich einen Zauber wirkt, was halt auch ganz cool ist, denn meine Fraktion hat 3 Zauberer am Start und
könnte jetzt, wenn ich einen Zauber erfolgreich bekomme, dann habe ich halt einen Siegpunkt schon sicher. Dann wird die Karte abgeschmissen und wenn ich halt was erfolgreich geschafft habe, dann darf ich auch gleich eine neue Karte ziehen. Und hier sieht man schon, ich habe mein Deck genau so gemacht, wie ich es erhofft habe, denn hier haben wir Siegpunkte oder beziehungsweise Ziele, die wir schaffen müssen. Und das haben sie auch richtig gut gelöst, denn hier steht zum Beispiel Kontrolliere Missionsziel Nummer 5. Hier haben wir so eine kleine Plättchen, wo eine 5 zum Beispiel draufsteht. Und das zeige ich euch jetzt, wie es funktioniert. Ja, ich zeige euch jetzt ein bisschen den Aufbau und dann halt auch gleich die Erklärung zu den Missionszielen, damit ihr merkt, das hat alles was miteinander zu tun. Denn wenn wir jetzt beim Aufbau sind, ich habe hier das erste Brett gebastelt und mein Gegner das zweite, dann darf ich schon von diesem Stapel mir, der wird auch gemischt natürlich, darf ich jetzt das erste mir nehmen und irgendwo platzieren blind, weil ich nicht weiß, was da drunter ist. Und wichtig dabei ist mal zu beachten, dass man natürlich nicht auf die Startfelder, denn dort kommen die Figuren hin. Man platziert also nicht die Startfelder dort. Und natürlich, man versucht es so ein bisschen in seine Richtung zu platzieren. Der nächste ist dann dran, mein Gegner, der auch versucht in seiner Richtung das auszubauen und ich dann halt auch meins wieder hier, keine Ahnung, hier. Denn man muss immer zwei Felder entfernt bleiben davon und so weiter. So, wir platzieren jetzt einfach die restlichen. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, weil es sind 5. Ich zwinge also meinen Gegner dazu, wahrscheinlich in mein Feld reinzukommen. Und jetzt kann ich ein bisschen überlegen, wo ich das platziere. Ich mache es jetzt einfach hier. Und dann werden die ganzen gedreht und jetzt seht ihr schon, also wahrscheinlich seht ihr nicht alles, aber das seht ihr gleich, hier habe ich zum Beispiel Missionsziel 3. Da ich ja nun meine 3 Missionskarten habe, sie steht hier immer Kontrolliere Missionsziel 5, Kontrolliere Missionsziel 1, Kontrolliere Missionsziel 4. Und ja, meine 3 bringt mir jetzt nichts, aber es könnte natürlich sein, dass mein Gegner hier rein muss, das muss ich zu beachten und ihm versuchen, das nicht zu ermöglichen, indem ich mich vielleicht auch selber raufstelle. Des Weiteren hat man aber auch hier, und das haben sie echt cool gemacht, bei 3 Spielern zum Beispiel muss man Missionsziel 5 oder 6 kontrollieren. Und bei 4 Spielern hat man die Möglichkeit, mit der Karte Missionsziel 1, 5 oder 6 zu kontrollieren. Und so sind die Karten alle aufgebaut. Das bedeutet, man kann auch wirklich nicht nur zu zweit hier dran spielen, sondern man könnte auch zu viert spielen, braucht aber natürlich dann eine eigenständige Bande, so wie hier die Sturm, also von Sturmvater zum Beispiel die 3 Modelle oder die Dornenschwestern mit 7 Modellen oder die Zwerge oder die Skaven oder die Goblins. Also es gibt schon eine ganze Menge Gruppen mittlerweile. Kann man sich halt eine kaufen und dann könnte man zu viert mit 2 zusätzlichen Plänen hier wirklich anfangen zu spielen. Ja, nur dass ihr das wisst, habe ich das geschafft, bekomme ich wieder einen Siegpunkt. So, jetzt haben wir das hier platziert. Jetzt dürfen wir natürlich dann unsere Leute auch platzieren. Vorher, bevor man die dreht, aber wir platzieren und die zeige ich euch jetzt auch, wo man halt platziert. So, nun an den weißen Stellen wird platziert. Das bedeutet, der erste beginnt zum Beispiel und ich platziere meine Figur hier und dann ist mein Gegner dran. Das alles wird wieder mit einem Würfelwurf entschieden, wobei es hier wirklich ziemlich egal ist, muss ich sagen, denn wir haben hier eine Gruppe, die alle 7 Felder verwendet und bei meinen habe ich einfach eine Unterzahl und deswegen ist es eigentlich egal. Aber ansonsten würfelt man immer mit Würfeln und guckt halt, wer siegreich aus dem Kampf kommt. Ja, so sieht nun das Feld dann aus. Es ist wirklich relativ klein. Die Hexfelder an sich haben gar nichts, keine Ausrichtung oder sonst was damit zu tun. Ihr seht ja auch, die Modelle haben alle Rundbasen. Es ist einfach ein hübsches Modell und man hat halt hier die Pappen, die man halt direkt reinlegen kann. Und zum Spielplan nun zu sagen, hat man hier Felder, die da kann man nicht durch. Da steht eigentlich so ein Zylinder oder so ein Dreieck. Und es gibt aber auch Felder, die sind rot umrandet. Da kann man halt, oder wenn man da durchgeht, dann bekommt man Schaden ab.
Und so hat man halt mehrere Möglichkeiten, halt sich den Spielplan selbst auszusuchen und ihn dann halt zu platzieren, damit man zum Beispiel den Gegner da reinschubsen kann in so eine Falle. Weil das gibt es zum Beispiel auch. Nun spielt man Shadesfire über 3 Runden und genau das sieht man hier. Also über 3 Runden, aber jetzt fehlt mir einer. Entschuldigung. Man hat aber in seinen drei oder beziehungsweise in einer Runde 4 Aktionsphasen, die man nutzen kann. Und jeder hat diese 4 Aktionsphasen und jedes Mal, wenn man etwas macht, dann dreht man halt einmal den Marker um, um anzuzeigen, ich bin jetzt fertig. So, und was gibt es nun für Aktionsmöglichkeiten? Eigentlich relativ simpel. Aber bevor man dann anfängt zu spielen, nimmt man natürlich seine Startkarten auf die Hand. Das sind dann 3 von hier und 5 von den silbernen Karten. Und schaut sie sich an. Und wenn man nun sagt, mir gefällt meine Starthand zum Beispiel nicht, dann kann man die abwerfen und sich 5 neue nehmen. Oder auch von den Missionszielen. Das ist dann direkt so, wie man es gerne haben möchte, denn man hat ja sein Deck im Grunde selbst zusammengebastelt. Da kommt es nur darauf an, ob die Karten dann richtig liegen oder nicht. Ja. Das war dazu. Dann hat man nun die erste Möglichkeit, um etwas zu machen. Wäre zum Beispiel, dass ich jetzt beginne mit hier mit dem Sturmvater und er einen magischen Spruch losschicken will. Dafür sind dann diese Würfel da und zu den Karten, wie die jetzt aufgebaut sind, zeige ich euch das auch gleich. Aber nur, dass ihr wisst, was man machen kann. Also man kann zum Beispiel einen magischen Spruch schießen. Man könnte auch loslaufen, das zeige ich euch auch, wie viele Felder, aber wenn wir jetzt mal dabei sind, dass wir hier das zeigen, dann 1, 2, 3 und könnte jetzt attackieren mit entsprechenden Würfeln, treffe ich und so weiter. Zeige ich euch auch gleich, aber dass ihr das mal seht, das ist die zweite Aktion. Dann kommt ein entsprechender Marker auch hier hin, damit man weiß, man ist gelaufen und hat gekämpft. Man kann auch, wenn man in einem vorigen Zug im Grunde hier steht, dann könnte man auch einfach nur kämpfen und es kommt ein Marker hin. Dann hat man die Möglichkeit, aber auch, wenn man nochmal zum Beispiel eine Aktion macht, dass man auch einen magischen Spruch von ihm nochmal schießt. Ja, also er könnte hier stehen, er schießt einen Spruch, das war die erste Aktion, die zweite Aktion noch ein Spruch, die dritte Aktion nochmal einen magischen Spruch, das geht halt auch. Aber man muss halt wirklich überlegen, wann man die Sachen macht, denn gerade bei 3 Modellen hat man 4 Aktionsmöglichkeiten und wenn man zum Beispiel 1, 2, 3 gelaufen ist, gekämpft hat und hier vielleicht dahin gelaufen ist und hier vielleicht dahin, um in Nahkampf zu kommen, dann bleibt manchmal der letzte Zug übrig für keine Kampfaktion. Aber da haben sie sich auch gute Gedanken gemacht, denn man hat halt die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich meine 3 Karten hier habe, dann könnte ich mir überlegen, dass mir ein Missionsziel überhaupt gar nichts bringt, und ich schmeiße die ab und kriege zum Beispiel eine neue Missionskarte. Das wäre das dazu, weil die Missionsziele sind natürlich das Wichtige bei dem Spiel. Ich kann aber auch in einem Zug zum Beispiel in eine Verteidigungsposition gehen. Das wäre dann der Marker. Und wie das jetzt alles funktioniert mit den Karten, zeige ich euch wirklich im Detail genau jetzt. Ja, so eine Karte ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Also hier oben hat man die Magiewürfel, die man verwenden kann, das sind die blauen Magiewürfel. Und da ist es wirklich immer abhängig, was man für einen magischen Spruch sprechen möchte. Denn hier gibt es verschiedene Symbole, die Blitze zum Beispiel oder dieser Strudel. Und wenn auf der Karte draufsteht, man braucht einen Blitz, dann muss man natürlich einen Blitz spielen. Ich gucke mal, ob ich sowas habe. Zum Beispiel hier, Ruf des Donners. Dann sieht man schon Handlungszauber. Man braucht 2 Blitze, um den spielen zu können, und das kann nur Averons Sturmvater. Denn hier sieht man schon, Armys Dämmerwacht hat nur einen Würfel. Also wäre es für ihn unmöglich, diesen Spruch zu sprechen. Wichtig bei den Charakteren, und das gilt auch für die andere Fraktion, ist, jedes Mal gibt es hier so ein goldenes Feld. Und wenn ich dieses goldene Feld geschafft habe, und da steht zum Beispiel, der Kämpfer wirkt erfolgreich einen Zauber. Habe ich das nun geschafft, einen Zauber zu sprechen, wird die Karte umgedreht. Das bedeutet, sie ist aufgewertet oder angespornt. Dadurch verbessern sich die Werte hier.
Und das ist natürlich erstes Ziel bei jedem, seine Charaktere oder seine Bande aufzuwerten. Jede Bande ist da aber auch wirklich unterschiedlich. Ich zeige euch gleich, oder nee, gleich jetzt. Jetzt ist am besten und nicht gleich. Die Dornenkönigin wird aufgewertet, wenn sie grenzt zu Beginn deiner Aktivierung an einem feindlichen Kämpfer. Und wenn sie das schafft, dann wird die aufgewertet. Also man merkt, die beiden Fraktionen spielen sich definitiv anders und haben auch andere Möglichkeiten, um sich aufzuwerten, um Siegpunkte zu generieren, um ja, das ganze Spiel anders zu gestalten als die andere Fraktion. Also sie gleichen sich wirklich fast gar nicht. Ja, dann haben wir hier zum Beispiel diesen Inkantor-Stab, der zwei Felder weit kämpfen kann. Und jetzt zeige ich euch gleich, wie diese Würfelaktion losgeht. Denn man hat hier zwei Würfel. Das sind die Angriffswürfel, die man würfelt. Die würfelt man und dann habe ich also wirklich einen sehr coolen Erfolg hier. Das bedeutet, ich muss einen Hammer würfeln, kann aber auch so ein Ausrufezeichen würfeln. Denn das ist ein kritischer Erfolg. Nehmen wir lieber die Dornenkönigin, damit ihr das auch ein bisschen besser seht. Wir tauschen mal die Charaktere hier aus. Und die Dornenkönigin kommt dann ins Spiel. Und die hat halt nun auch zwei Pfeile, die sie würfeln muss. Oh, ich bin heute wirklich gut. Ich habe zwei Pfeile gewürfelt. Dennoch ist es ein Problem, denn die Pfeile generieren oder können nur die Hämmer rausnehmen. Da es ein kritischer Erfolg ist, kommt er trotzdem durch. Auch mit dem Pfeil, denn der kann wirklich nur die Hämmer rausnehmen. Negieren. Ansonsten hätte ich nun einen kritischen Erfolg würfeln müssen fürs Verteidigen, damit ich den hier auch negiere. Also wirklich sehr cool, die Aktion. Und jetzt bin ich aber durchgekommen und mache zwei Schaden mit dem Ganzen. Das würde bedeuten, meine Dornenkönigin würde nun zwei Schadenspunkte bekommen. Aber man sieht auf der Karte, sie ist echt recht heftig. Sie kann nämlich 4 aushalten. Das bedeutet, sie wäre noch am Leben. Ja, und nun hat jeder immer die Möglichkeit, wenn ich gerade fertig bin mit ihm hier, dann Karten zu spielen. Das bedeutet, ich habe ja mein Kartendeck und könnte nun überlegen, ob ich mit meinen Karten und natürlich Siegpunkte, die ich habe, falls ich irgendjemanden ausgeschaltet habe oder vielleicht schon irgendeine Missionskarte gespielt habe, dann könnte ich nun eine Karte spielen und sagen, okay, ich möchte hier einfühlsames Leiten spielen oder hier unaufhaltsamer Eifer. Dann spiele ich die, drehe die Karte, also den Marker um, weil jetzt kann ich es nicht mehr benutzen und könnte die an Averon spielen. Mein Gegner ist aber auch am Zug und kann jetzt nun auch Karten spielen, wenn er denn Münzen hat oder Reaktionskarten, um das Ganze nochmal umzudrehen, damit er vielleicht nicht noch mehr Schaden bekommt oder oder vielleicht auch Siegpunkte generiert, indem er dadurch halt eine Missionskarte schafft. Ja, und genau so unterscheiden sich die Charaktere oder die Armeen natürlich, denn zum Beispiel die Sturmvater-Leute, die haben alle die Schilde, die sie würfeln müssen. Das bedeutet, ich habe hier zum Beispiel Rastus, der Verzauberte, der einen Würfel nur benutzen darf und ein Schild erfolgreich würfeln muss, um sich zu verteidigen. Alle von den Dornenschwestern, die müssen Pfeile würfeln. Die haben keinen einzigen Charakter, wo sie ein Schild würfeln müssen. Aber um die ganze Sache noch ein bisschen zu verstärken, ich könnte der Dornenkönigin in einer Aktion zum Beispiel diesen Marker hier geben. Dann geht sie in die Verteidigungsstellung. Und mit der Verteidigungsstellung habe ich halt einen Vorteil. Ich kann meine Verteidigungswürfel nutzen und da Pfeile würfeln und Schilde. Und wenn ich natürlich, was ich ja vorhin schon geschafft habe, aber wenn ich nun zwei Schilde würfel, was nicht auf meiner Karte steht, dann wären es trotzdem Erfolge. Und das sind Aktionsmöglichkeiten, die man sich vorher überlegen muss, um sie dann halt auch wirklich sinnvoll einzusetzen und zu nutzen. Ja, hier auf der Karte hat man halt nun die Möglichkeit nochmal zu gucken. Also 3 Schritte kann ich mit ihm zum Beispiel laufen, könnte also mich hier in den Nahkampf bewegen. Wir machen das mal so. Ich könnte also hier in den Nahkampf laufen und nochmal kämpfen.
mit ihm, könnte also zwei Würfel werfen, habe hier einen kritischen Erfolg. Und jetzt haben wir natürlich ein super Beispiel, denn hier steht ja noch jemand dran und das bedeutet ein zusätzlicher Erfolg, weil ich habe eine Unterstützung gegen die Dornenkönigin. Hätte ich zum Beispiel noch jemand hier dran stehen, zu dritt zum Beispiel, dann wäre es auch ein Erfolg, wenn ich dieses Symbol würfel, dann hätte ich einen zusätzlichen Erfolg. Würfel ich zum Beispiel diesen Würfel, habe aber nur einen mit dran stehen, dann ist es kein Erfolg, denn es müssen zwei mit diesem Symbol dran sein. Aber ich habe ja das richtig gut gewürfelt, das bedeutet, ich hätte jetzt hier zwei Erfolge. Wenn ich das nun gemacht habe und die Dornkönigin sich verteidigt hat, vielleicht auch noch am Leben ist oder auch nicht, dann bekomme ich den entsprechenden Marker hier ran, damit man weiß, dass der sich nicht mehr bewegen kann. Und das ist wirklich wichtig, weil ihr habt genug Aktionsmöglichkeiten und gerade bei drei Figuren, ja, sollte man überlegen, wann man angreift, denn sonst hat man hier eine Aktionsmöglichkeit liegen, die eigentlich verfällt, weil man hätte vielleicht noch einen Zauberspruch machen können vorher. Ja, und das sind halt diese ganzen Kleinigkeiten und Sachen, die halt das Spiel wirklich interessant machen und halt auch wirklich cool erscheinen lässt. Also, weil man hat jedes Mal eine neue Möglichkeit zu spielen und das Spiel dauert auch nicht so lange. Also wirklich, es ist in 45 Minuten zu zweit eigentlich recht gut zu spielen. Dann kann man gleich eine neue Partie machen. Und deswegen bietet sich das natürlich an, dass Shadesfire auch ein Turnierspiel mittlerweile ist, was einfach auch daraus aufgelegt ist, dass man halt Kartendecks hat, dass man halt die neuen Fraktionen sich kauft, natürlich, um halt auch Karten zu generieren. Aber man hat auch die Möglichkeit, direkt bei Games Workshop die Karten herunterzuladen und dadurch kann man sie selbst so einsleeven und damit spielen. Na, nun sieht das Feld schon sehr aus, als hätten wir wirklich viel gespielt und genau das haben wir auch getan. Wir haben es in 4 Partien letztes Wochenende gespielt, um es auszuprobieren und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht wirklich viel Spaß. Man hat viele Möglichkeiten, man muss auf sein Kartendeck achten und man muss auch wirklich mit den Würfeln gucken, was man generieren kann. Denn eigentlich Ziel des Spiels ist es ja, seine Missionsziele erfolgreich durchzubekommen und dass man dann wirklich hier seine Siegpunkte generiert. Und wirklich in der dritten Runde, und deswegen dauert es auch nur 3 Runden, da hat man wirklich das Gefühl, jetzt habe ich doch noch hier Chancen zu gewinnen. Und dann hat aber der Gegenspieler echt coole Karten auf der Hand. Die spielt er, macht nochmal 3 Siegpunkte und das Spiel ist vorbei und man hat entweder gewonnen oder verloren. Das war Nightfort, ja. Und was kann ich sagen? Also ich liebe Miniaturenspiele und ich liebe Brettspiele. Und da ist natürlich die Kombination aus beiden sehr cool. Ich mag das total, dass man sein Deck hier verändern kann. Und dadurch bietet sich das natürlich an, auch für kleinere Gruppen oder für 2 Personen, die mal Miniaturenspiele sich anschauen wollen, was ja in die Richtung Tabletop dann gehen sollte, könnte, dürfte, hat man hier eine kleinere Auswahl, nicht ganz so viele Figuren, man muss nicht 100 Figuren anmalen, man kann einfach erstmal 3 Miniaturen anmalen, was schon lang genug dauert. Ihr habt es gesehen, meine Miniaturen, die sind leider immer noch nicht fertig. Bedeutet aber auch, dass es dauert Zeit, bis die fertig werden. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte die gerne fertig machen und dann kann ich das nächste Projekt nämlich starten und da weitermalen oder mir vielleicht sogar noch eine weitere Bande hier kaufen, weil darauf habe ich auch schon richtig Lust. Also, wer Bock darauf hat, mal sich so ein Miniaturenspiel anzuschauen und nicht nur Hack and Slay, also es wird hier nicht nur um Siegpunkte gerungen, weil man jemanden umbringt, sondern es gibt wirklich Missionsziele, die man erfüllen muss, dann ist man hier genau richtig bei Warhammer Underworlds Nightfold. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, einen Daumen hoch, ein Abo wäre super und schreibt mir was in die Kommentare. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, zumindest den Rest davon. Und wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder mitgespielt. Bis dahin alles Gute, euer Tigurion.